ganz. 3 ist wieder auf dem Weg zum Mechaniker. 77 für die 45 kommen. 77, hör's. Wenn sie sich an die SCVO halten, dann verschwindet ungefähr 99%, dass sie einen Unfall bauen. Dementsprechend halten sie sich an die SCVO. Wenn ich an die SCVO halten und mir reinfahren, dann kann ich daran auch nichts dran ändern. Und ich PS, an die sind SCVO halten. Fahrer. Und PS, ich liebe sie auch sehr doll. Kappa. Oh. Streife 3 begibt sich wieder zu. Junge, das wollte ich gerade schreiben, was du da geschrieben hast. Ja. Streife 3, wechseln Sie mal Ihren Fahrer. Alter, das war jetzt durch die Verkehrskacke hier, Mann. 79 Funk kurz rein, sie, keiner glaubt dir, bitte wechsel einfach den Fahrer, 79 Ende. Haben Sie das mitbekommen, Herr Daniel? Herr Daniel? Ja, bitte. Nix. Ah! Oha. Also, Sie können, 07 Sie können bald 3 Elektrikolle kümmern, Sie müssen die Leiche. Schönen Tag. Aber die Ihnen. Frage ist wer? 07 hört. So geil, ich mach mitten auf der Strecke mal Motor aus, Schimmer. Nein, 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 das könnte sich echt schlecht enden. Das könnte echt schlecht enden. Hallo. Geht's dir gut oder musst du in die Psychiatrie? Nee, ich hatte einfach keine Lust mehr. Okay. Das hab ich gesehen. Was denn? Weißt du was? Ah. Ich fahre Wand. Ach du, komm sie eh. Such mal du Abschleppdienst. Rufen Abschlepper jetzt. Ja, Strafe 1, Standbite, Autofahren ist nicht so gut mit Herrn Fortenner. Ja, junge Mann. Was los? Halt den Maul! Hey, ich weiß nicht, was du meinst. Moin. Tag, klein hier. Ah, hi Kevin. Ich bin auf dem Weg, dauert nur kurz 4 Kilometer, ich bin noch ein Sandy-Schuss. Ah, sorry. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, als ich dich gehört habe. Aber danke für die. Ja, jo. Kannst du mir schon mal sagen, sind schon mal 1500 Dollar Anfahrt. Alles klar, mache ich, danke. Ja, also, es war der Unfall, deswegen liegt er da. Er ist rausgeflogen, er hat sich nicht angeschnallt. Die Täter sind, glaube ich, schon da. Funkcheck. Und Sie haben sich jetzt überschlagen aus. Er ist gefahren, genau. 3 für 3, 10, 10. Wir sind hier hochgefahren, ich habe mich genau drauf geachtet. Dann sind wir hier irgendwie in die Kurve gekommen, ins Schleudern und haben uns über. Okay, moin. Was, wo haben Sie Schmerzen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, andere Streife übernimmt jedes Mal bitte, wir sind behindert. Du bist behindert? Streife 3 übernimmt. Ja, Tenfer. Das ist Kevin, ne? Hoffentlich ist er es. Hey! Was geht? Wisst ihr was, ich fahr einfach weiter, tschüss. Geht mal beiseite da. Ja. Ja. Hatte die Rechnung schon bezahlt? Ja. Ja. Ja, Mechaniker, was machen wir da jetzt? Ja,
Genau, bin ich auch. Denn? Ich würde sagen, haben wir einen guten Tausch gemacht, oder? Ach ja, gar kein Problem. Marc? Ja? Fühlt sich gut? Ich bin maßlos von dir enttäuscht. Wieso? Dritte Mal heute. Alter, Junge, Marc, das Auto ist so zerbeult, fahr mal zurück zum PD. Hä, was redest du? Du warst voll, Alter. Ohne Witz, Marc, du kannst sowas von nicht fahren. Das dumm. Ist, oh mein, nee, komm, das ist ja sowas dumm, oder? Das Auto sieht aus, als würde es gekühlt werden, Digga. Linke Licht. Nice, Digga. 2110, die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Oh, Junge! Augen wie ein Alien. 2110, die Polizei. Alles vorbei. Ja, wir sind los. Du rennst in meinem Kopf. Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind los. Hab gehört, hier sind noch ein paar Fans davon. Besser ist es. Junge, es spiegelt einfach auf deiner Brille, dass die 9 für die 5 kommen. Hört sie, kommen sie. Ich dachte, das wäre die 9. Oh, welch ein Glück. Kannst du das mal ich hab die richtige Person gefunden. Die beim Tuner. Alter, was ist das denn? Den Herrn Morten lassen. Kommen. Corona kommt und geht, Apache bleibt gleich. T45 mit einer Lagemeldung zum Sägewerk Geiselnahme. Die Herren fordern 60.000. Wir machen das. Wir geben ihnen das Geld. Bitte keine weiteren Streifen irgendwie hier in die Nähe anfahren oder was. Und der Heli bleibt bitte auch zurück. Ein Risiko, was ja, Geiselnahme Täter sind flüchtig, fahren jetzt durch den Eisenbahntunnel in Richtung Wiedfeld, sind in einem schwarzen Jeep unterwegs, 3 Personen, Oberkörper frei und haben Masken auf. Suchen wahrscheinlich über Wasser zu fischen. Wo? Oh. Wenn 3 Leute rennen ins Wasser rollen. So, ich hol. Renn du schon hin. Kannst du mal kurz um die Ecke gucken? Siehst du ihn? René, sag mal wo. Er ist wieder ins Wasser rollen. Ey, der rennende Person! Ja, verstanden. Hab ich ja jemanden gesehen. Hier unter dem. Was? Seht von euch jemand hinter einem roten Gastank? Guter Gastank? Nein. Dann ist da eine Person am Ufer, nähe des Fahrzeugs, ist ein Haus mit einem roten Gastank dahinter und da sitzt er dahinter. Ja, jetzt rechts geradeaus und dann siehst du links den Gastank, da liegt einer dahinter. Ja, jetzt rechts von dir, der andere läuft rum. Eine Person gestellt. Verdammt, ja, ihr seid ja vorhin schon an das eine Haus gefahren, wo ich das saß, ne? Ja, da, okay, habe ich mich nicht getäuscht. Ja, Informationen vorn, alle Kollegen, die sich aktuell im Dienst befinden, wieder selbstständig ins Leitstandbad eintragen, sofern sie da noch nicht drinnen stehen können. Die anderen 2 Personen wieder. Aber ich meine, ich habe ja nichts gemacht. Wo hast du die? Da mal rein hier. Sie stellen sich bitte direkt an die Wand, mein Kollege tastet sie an. Ist aktuell eine Leitstelle besetzt. Ich hab ein bisschen Bargeld dabei, negativ ich war gerade am Autokauf tatsächlich. Okay. Ich hab gerade tatsächlich 60.608 also $60 dabei. Alles klar. Ich wollte mit den neuen Nissan Skyline kaufen. Ja. Die Herren fordern 60.000, 3 Personen, Oberkörper frei und haben Masken auf. Aber ich meine, ich hab ja nichts gemacht. Wo hast du die? Ja,